Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggdodum, zu einem neuen Part Pokémon, die gelbe Edition mit dem Zwergenfürst. Heute werde ich hier mal auf dieser Route hier, auf diesem Pfad, sehr viele Trainer besiegen und dann mal versuchen, den Mew Glitch hinzubekommen. Dazu gibt es so eine Reihe, so eine Kette an Sachen, die man auslösen muss, damit das funktioniert. Das erste ist erstmal alle Trainer hier auf dem Weg besiegen. Und das machen wir direkt mal. Ich glaube, einen müssen wir da stehen lassen, aber hier erstmal am Start müssen wir die ganzen Kumpane erstmal besiegen. Göre. Müssen wir alle der Reihe nach einmal abklappern. So, da haben wir Blubstrahl. Ich glaube, auf dieser Route, wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir auch die Attacke Fliegen bekommen, die wir, wenn mich nicht alles täuscht, jetzt sogar schon einsetzen können. Und die brauchen wir nämlich für den Mew Glitch. Ja, ich bin noch nicht ganz aufgewärmt mit dem Moderieren. Wie es das gemeint ist. Was? Sherlock schläft? Was zum... So ein Mist. Jo, es bietet sich an, mal in regelmäßigen Abständen zu speichern, weil es kommt vor, dass ich das verkacke. Weil es ist eine lange Kette an Ereignissen, die geschehen müssen für den Mew Glitch. Und wenn da eins von daneben geht, dann ja, ist nichts mehr mit Mew Glitch. So, ich habe die Information, dass hier erstmal die Trainer hier in der Reihenfolge nach besiegt werden müssen. Das war, machen wir dann erstmal. Ihr wisst schon, ob es geklappt hat. Ihr habt dann das Mew im Thumbnail. Wenn ich es hingekriegt habe, wenn nicht, dann werde ich wahrscheinlich irgendwas anderes machen. Das ist ja das Lustige. Ich weiß es noch nicht. Ihr wisst es jetzt schon. Es steht im Titel und wahrscheinlich auch auf dem Thumbnail. Das ist das Interessante an der Sache. Und es kann durchaus sein, dass ich das Ganze ein bisschen falsch verstanden habe und das dann das Ganze versaubeutle. Also seid mir auch nicht böse, wenn ich es nicht schaffen sollte. Da hatten wir zumindest einen lustigen Part, wo ich es versucht habe. So, Lutexo ist an der Reihe. Der hat sich, glaube ich, im letzten Part entwickelt. War das der letzte Part? Ja, ich denke schon. Ja, das war der letzte Part. Duplexieb. Was willst du denn mit Duplexieb? Naja, dreimal getroffen, okay. Ja, bringt was. Man muss schon zugeben. Ja, haben wir jetzt auf jeden Fall ein paar lange Zeit in den Kämpfen immer ein bisschen zum Labern. Wir sind hier viele Kämpfe, die jetzt noch kommen werden. Ich kann euch ja über den Mew Glitch erzählen. Sei nicht so gemein zu Pipi! Sven gewinnt 330 Pokémon und geht siegreich aus dem Kampf gegen den ersten Trainer hervor. Zweiter Trainer. Ich bin ein weit herumgekommener Glücksspieler. Ja, eine Glücksspielhalle, so eine Spielhalle soll es ja auch noch irgendwo mal geben in dem Spiel. So, ein Blut auf Vulcano, naja, vielleicht nicht so die beste Idee.
Da bräuchte jetzt eigentlich mein Shigi. Ja, das kriegen wir es auch so hin. Ja. Wie viele Pokémon hat's der? Hat der nur dieses eine? Ich hab nicht aufgepasst. Und das wäre schön, wenn er nur das eine hat. Weil er ist hier nicht der einzige Trainer. Bis. So. Mach's alle Lutex so. Oder nicht schlecht. Nächstes Level für Lutexo, Level 21. Nein, er hat noch eine Vulpix. War nicht sein letztes Pokémon. Ich möchte weiterkämpfen. Ich setze Zerschneider ein. Vorausgesetzt, es lässt mich das gegnerische Pokémon. Ja. Okay. Dürfen wir noch ein bisschen. Guten Schlag, ja, das bringt nichts. Wollte gerade sagen, könnten wir eventuell noch schaffen, aber ja, sieht gerade nicht so aus. Na komm, aha, ja, komm, der nächste, bitte. Und ins Patientenzimmer hier. Sie werden untersucht. Donnerschock, los, Pikachu, Volltreffer, bestens. Pikachu erreicht ein neues Level. Level 20. Slam. Okay. Was willst du denn mit Slam? Er ist doch effektivere Attacken. Mal schauen, was wir da so haben. Nö, das geht so. Zwei gebesiegte Spieler. Den Jackpot habe ich noch nicht geknackt. Zwei gewinnt jede Menge Geld und geht siegreich aus dem Kampf hervor. So, hier haben wir was. Kann man Glumanda in seinen Zerschneider einsetzen. Da geht's weiter. Kann man wohl ein paar Pokémon fangen, ein paar besondere. Kadabra ist schon ein besonderes Pokémon. Ich glaube, wir sollten mal uns ein paar Pokebälle besorgen im Pokémon Center. Und war schon richtig hier. Nicht im Pokémon Center, am Markt. Weil, um Mewtwo zu fangen, da brauche ich auf jeden Fall ein bisschen was an Vorrat. An Pokebällen. Der nächste Trainer, bitte. Das bist du, oder? Um zu gewinnen, benötigst du eine gute Strategie. Nö. Nur halbwegs starke Pokémon. Da braucht es keine Strategie. Bei dir und dem Schleimer. Ein Donnerschock vielleicht. Könnte was bringen. Boah. Ja, nicht so. Was hat er blockiert? Diese Attacke ist blockiert. Ruckzuckieb. So ein Mist. Müssen wir wohl mit Donnerschock weiterkämpfen. Paralysiert, das ist schön. Das ist praktisch für den Kampf. Das ist eine gute Strategie, das Slimer zu paralysieren. So. Pfund. So, Slimer besiegt. Schleimst du mir hier nicht mehr rum. Noch zwei hat er. Slimock, die Weiterentwicklung. Ja, ich möchte weiterkämpfen. Jo, ich wollte ein bisschen was über den Mew-Glitch sagen. Das ist ja so, dass der Mew-Glitch hier in diesem Spiel eigentlich nicht sein sollte. Er war hier eigentlich nicht für vorgesehen, also von den Entwicklern nicht geplant im Spiel, aber er ist programmiert und später wurde durch ein YouTube-Video, glaube ich, aber nicht das richtig gehört habe, wurde durch ein YouTube-Video wurde das aufgedeckt, dass es da einen Mew-Glitch gibt. Oha, Pikachu besiegt. Nicht gut. Später wurden dann halt noch ein
paar Glitche dazu gefunden und ja, ich glaube, es gibt mittlerweile 3 oder 4 gibt es mittlerweile. Das hier ist der leichteste, den ich mir ausgesucht habe. Den habe ich bei einem anderen Let's Player gesehen. Habe ich ein Video von dem verfolgt und mir daran hier Notizen gemacht. Der den New Glitch auch durchgeführt und ich hoffe, dass ich das dann mit diesen Tipps hinkriege und dass der Let's Player da nicht irgendwas Mieses dargestellt hat und da irgendwie was falsch dargestellt hat. Soll es ja auch geben. Ich versuch's mal mit Schaufler. Könnte was bringen, unter Umständen. Beim Slimer, naja, weiß ich nicht, aber bisher war das eine ganz gute Attacke. Er zieht auch sehr viel ab. Ja, sogar alles beim Slimer. War doch gut, dass wir die eingesetzt haben. Streber besiegt. Ich habe verloren, das ist Schande für mich. Keine Ahnung, was da stand. Hey, Kleinstein entwickelt sich. Nice. Was zum Georock oder was? Nun war das so. Kleinstein wurde zu Georock. Na, hervorragend. Das wollen wir doch. So. Vergiftet. Oder was? Das ist nicht gut. Oh, hier ist eine ganze Horde von Trainern. Die Schule macht Spaß, Pokémon zu trainieren, aber auch. Entschieden. Ein Streber sogar. Oha. Ja, deshalb sagt er, der macht Spaß. Die Schule macht Spaß, hat er gesagt. Oha. Das sieht jetzt mega aus. Das Georock. Nicht mehr so klein wie ein Kleinstein. Badumts. Flachwitz. Ne, Wortwitz. Flachwitz ist ein bisschen was anderes. Schaufler. Na, die Attacke ist doch spitze. Gut, das, was sie geklaut haben. Na, wir haben sie ja nicht geklaut. Sie wurde uns freiwillig gegeben. Sag ich mal so. Ja, wir können jetzt auch noch ewig dran rumhalten. Es muss ziemlich blöd aussehen, wie wir hier herumstehen. Ja. Ja, das sieht ziemlich dämlich aus. Und was soll's? Was? Wie viele Pokémon hat die? Was soll denn der Mist hier? Wie lange soll ich denn hier dran sitzen an diesem Part? Ich weiß, der Part wird sowieso vielleicht ein bisschen länger dauern. Weil ich halt viele Trainer besiegen muss. Und wenn ich den Glitch nicht schaffe, muss ich es halt nochmal machen. Das ist dann halt ein bisschen bescheiden. Fliegen müssen wir noch irgendwo bekommen. Hat keine Wirkung, Schaufler. Das ist schlecht, mein lieber Specht. Steinwurf aber vielleicht. Eventuell. Fliegen muss ja auch in der Nähe irgendwo sein. Ich hoffe, wir versauen jetzt die ganze Sache nicht, weil wir gegen irgendjemanden kämpfen, gegen den wir nicht kämpfen sollten. Mal sehen. Attacke gegen daneben, was soll denn der Mist? Komm, Georock, du warst doch gerade eben noch so stark. Los! Warst du eben als Kleinstein noch effektiv? Was ist denn jetzt mit dir los, dass du jetzt nicht mehr effektiv bist? Ein Windstoß, ja, das ist. Ne, Sandwirbel hat er eingesetzt, das ist effektiv. Das schwächt die Effektivheit so rum. So, haben wir es dann mal geschafft, Level 19 Pokémon zu besiegen. Und weiterkämpfen bitte, ich möchte irgendwann mal fertig werden. Na los, na los, na los, na los. Attacke ging daneben. Ah, das Gift ist natürlich jetzt auch nicht das Beste. Na komm, Mega Hieb, mach's alle. Hast du wenigstens 2 fertig gemacht. Du gehst gleich zugrunde, aber ja, gib dein Bestes.
Ging daneben. Wieso geht das immer daneben? So ein Kack. Smithbow. Ich muss gleich mein Pokémon-Team aufheilen gehen. Aufheilen, das ist... Wieso sage ich immer aufheilen? Das ist auch wieder so ein Wort geworden. Das kriege ich nicht mehr raus. Aufheilen. Ist doch Kacke. Was ist denn mit aufheilen? Ich will immer sagen, aufladen und heilen. Das ist beides zusammen ist dann aufheilen. Na los. Das hat keine Wirkung, Schlafbruder. So, die Roman weiblich besiegst. Wie viel hat er noch? Eins hat er noch, glaube ich, oder? Dürfen wir noch hinkriegen. Ne, zwei hat er. Der dauert noch so lang. Mauzi! Hervorragend. Kann mir mal jemand sagen, wo ich einen Mauzi herkriege? Ich will endlich einen Mauzi im Team. Maskottchen hier, das muss auch in diesem Part, aber in diesem Let's Play irgendwie drin sein. Ja, es ist jetzt drin, weil ich das immer mir gegenüber sehe, aber wir müssen Lea die Unsterbliche irgendwie noch fangen. Das mache ich mir zur Mission. Vielleicht finde ich es auch irgendwo raus, wo man hier Mauzi kriegt. Fast besiegt. Noch einmal Tackle, dann war es das auch schon. Zack. So. Das dürfte es schon gewesen sein. Zwergi besiegt Göre. Trainer besiegt. So. Da waren es nur noch zwei. Die zwei müssen, glaube ich, auch noch. Dann mal her mit euren Pokémon. Mauzi ist so süß. Miau, Mauz. Finde ich auch. Maskottchen gewählt. Wenn ich es nicht süß finden würde. Mauzi. Es tut mir ja schon fast in der Seele weh, das Mauzi zu besiegen. Das sind alles kleine Leas, die ja zugrunde gehen. Ein bisschen schade ist es da schon. Seufzt. Aber was soll man machen? Wir sind im Krieg gegen die Pokémon-Trainer. Wir sind im Kampf. Wir müssen uns hier durchkämpfen. Wir müssen auch einen Trainer mit drei Mauzis besiegen. So schwer es tut. Also schwer es tut, was so schwer es ist. Ja, grammatikalisch richtig sprechen ist ja auch nicht das Leichteste. Keine Schrei. Verteidigung sinkt. Na denn, mach's alle. Mach's alle. Ich guck weg. Besiegt das Mauzi. Nochmal Tackle. So. Mach's runter. Was ging nicht? Gutes, starkes Mauzi. Muss man so sagen. Tauboga, das letzte Pokémon in meinem Team, das noch volle KP hat. Der Rest ist schon K.O. Werden wir wohl bald mal zurückgeschickt. So sieht's aus. Zum Pokémon Center. So, eines haben wir noch. Ein Mauzi. Dann kommt noch ein Trainer. Hoch zu Kieb. Ja, ein Biss. Weiter. So, einmal Windstoß. Naja, das ist nicht Windstoß, aber egal. Wirbelwind. Bleibt unversehrt. Okay, was bringt dieser Attack überhaupt? Wirbelwind. Soll mir egal sein. Windstoß. Los, Windstoß. Windstoß. Tomoga setzt Windstoß ein. Na, noch einmal. Windstoß. So. Game over, meine Liebe. Mauzi wurde besiegt. Tomoga erhält 354 EP-Punkte und Zwergi besiegt Göre. Miau! Zwergi erhält einige Pokédollar und geht siegreich aus dem Kampf hervor. Nächster Kampf. Ich mag alle Nidoran sehr gerne. Deshalb sammle ich sie. Versuch her mit deinen Pokémon. Ich mach sie alle. Ich hab jetzt ein... Das wird was.
Lupfstrahl. Naja. Ist jetzt nicht das Effektivste auf der Welt, aber was soll's. Kratzer. Ich krieg's hin, also ist machbar mit Schlock. Ein Doppelkick. Nochmal Doppelkick. Zweimal getroffen. Ja, für Doppelkick. Ist das ganz angemessen, dass zweimal getroffen wird. Guten Schlag schlägt fehl. Hier ist jetzt Luftstrahl ein und Nidoran weiblich besiegt. Jetzt kommt dieses Nidoran ja oder was. In Level 18. Superb. Und geht hier immer weiter nach oben mit den Levels. Nein, weiter kämpfen. Kämpfen bis zum K.O. So. Und zack, Blutstrahl. Mal sehen, was das hier bringt. Boah, passabel. Aquaknarre, vielleicht bringt das ein bisschen mehr. Boah, nicht wirklich. Gleich viel, würde ich sagen. Können wir abwechselnd hier einsetzen. Blutstrahl, Aquaknarre, Blutstrahl, Aquaknarre. So, Aquaknarre. Blups. Ein Doppelkick. Oder auch nicht. Dann war es das jetzt schon mit Schlock. Dann kommt jetzt Lutexo. So viel Spaß dir. Glut. Könnte was bringen. Boah. Passabel, passabel. Einmal Kratzer hier, dann haben wir es auch schon. Perfekt. Trainer besiegt. Warum? Warum nur? Deswegen gewinnt 345 Punkte und geht sich gleich aus dem Kampf hier hervor. So, haben wir hier noch wen, den wir besiegen müssen. Wir müssen aufpassen. Ich speichere mal zwischen. Ich glaube, dass da das hier mal gespeichert habe, bevor wir hier Scheiße bauen. So. Das ist der Typ, ja. Das ist das Haus, wo wir ran müssen. Und dann den New Glitch machen können. Den sollen wir schön lassen, nicht besiegen. Schäbige Wache. Oh, ich bin so durstig. Halt, stopp. Der Durchgang ist gesperrt. Okay, ist das die Pforte, wo wir lang müssen? So vorsichtig, nicht den besiegen. Das wäre kacke. Gab es irgendwo noch ein Zerschneider-Haus, wo wir einen Zerschneider einsetzen müssen? So. Hier mal ganz vorsichtig längs. Nicht, dass er uns sieht. So sind wir hier drin. Hier gibt es den Tunnel. Einmal längs. Kommt vor, dass hier irgendwelche Items drin sind. Ich glaube eher nicht, aber. So, ihr findet Nugget. Cool, können wir wieder Geld abstauben. Tut den A-Knopf hier. So. Wo sind wir hier? Okay. Ein Häuschen. Was gibt's hier? Eine City. Sind wir hier schon in der nächsten Stadt? Was für eine Stadt? Diese heißt Grün City. Prismania City ist das. So, da ist der Markt. Such aber etwas anderes. Etwas, wo ein Zerschneiderbaum davor ist. Vielleicht der hier. Prismania City, da haben wir später noch Zeit, lang zu kommen. So. Da kommen wir rein. Okay. Ja, ich denke, hier war es. Hier war dieses Haus hier. Du hast meinen geheimen Unterschlupf gefunden. Ja, mit einem Zerschneider. Ich habe dort hinten den Baum zerstört. Bitte erzähl niemanden davon. Du bekommst auch etwas von mir. Zwei Gehält VM02 und das ist Fliegen.
So, das können wir jetzt hoffentlich jemandem beibringen. VM02 haben wir hier. Fliegen, perfekt. Hier findet man also Fliegen. So, das Medbo. Toboga versucht Fliegen zu ernähren. Ist dafür geschaffen. Für Fliegen. Ja, komm, machen wir's. So, Sandwirbel kannst du vergessen. Brauchst du eh nicht. Und Fliegen erlernt. Perfekt. Können wir jetzt überall hinfliegen. So, ich latsche aber zu Fuß. Weil ich musste aus dieser Hütte wieder rauskommen. Um den Bug auszulösen. Das ist kein Bug, aber ein Glitch. So. Glutexo. Zerschneider. Das Team ist halbwegs in Ordnung. Ja, kriegen wir hin. Ich glaube, hier war das. Einmal hier durch den Tunnel. Perfekt. Und dann müssen wir hier eine ganz komplizierte Sache machen. Ein Schritt aus dem Haus raus, runter und dann sofort Start drücken. Mal sehen, ob wir das hinbekommen auf die Reihe. Und dann müssen wir Fliegen einsetzen. Kommen wir nach Azuria. So, hier einmal zwischenspeichern. Weil es kann sein, dass wir es vergeigen. Dann müssen wir es hier nochmal versuchen. So, und der Glitch sieht jetzt vor. Zack, hier raus. Und runter und Start. Jetzt sieht er uns noch nicht, aber wenn wir jetzt einen Schritt runter machen, dann macht er... Hoppla, ein Trainer. Runter und gleichzeitig Start. Perfekt. So, dann können wir hier Pokémon fliegen. Dann fliegen wir hier mal nach Azuria City. Ja, jetzt will er uns herausfordern, aber wir fliegen weg. Jetzt denkt das Spiel, wir sind im Kampf. Wir befinden uns im Kampf, ist blockiert, weil wir uns im Kampf befinden. Also... Das Spiel denkt, wir sind im Kampf, deshalb in Kämpfen ist das Startmenü blockiert. So, jetzt müssen wir hoch zu Bill und dort einen Trainer herausfordern, der, den wir noch uns übrig gelassen haben, den wir noch nicht herausgefordert haben. Ein Fleckmann-Trainer. Der ist relativ leicht zu besiegen. Das ist jetzt, sind wir auch schon ein paar Parts vorher hier lang gewesen. Da gab es das Glumanda, was jetzt ein Glutexo ist. Dann müssen wir hier mal hoch, dann vorbei. Hier mal rüber. Und den Trainer hier. Aber von ganz hinten hier, damit er zu uns hinlaufen kann. So, hier. Dann läuft er zu uns hin und fordert uns heraus. 7. Der erzählt uns von einer Party, die er auf der MS Anna besucht hat. Teenager möchte kämpfen. So, der hat jetzt sein eines Fleckmon hier. Wenn wir 17, das sollten wir hinkriegen. Das ist jetzt nicht allzu schwer. Das kriegen wir erledigt. Ja, geht relativ leicht. Und jetzt dürfte der Start wieder aktiviert sein. Weil wir sind jetzt aus einem Kampf wieder raus. Das Spiel hat registriert, dass wir in einem Kampf waren. Das ist jetzt natürlich ein anderer Kampf. Und jetzt können wir das Startmenü wieder machen. Können wir Pokémon, Tauboga fliegen. Und dann fliegen wir mal hier zurück nach Lavandia. Ja, zack. Und jetzt haben wir das Spiel ausgetrickst. Wenn wir jetzt hier reingehen, müsste das Mew erscheinen. Zack. Hier öffnet sich jetzt das Menü. Das können wir dann mit B schließen und ein Trainer, Quatsch, direkt an der Route und das ist das Mew, ein wildes Mew erscheint. Wir haben den Mew-Glitch geschafft, ist doch mal eine geile, ist doch mal eine geile Sache. Jetzt wirst du auch, wie man den Mew-Glitch schafft. Oh, ist Level 7, ja, das können wir jetzt mit Pikachu jetzt nicht machen. Ich versuche mal, das zu fangen mit einem Superball. Ist natürlich gut, wenn man auch fängt.
Superball. Los. 1, 2, 3. New wurde gefangen. Perfekt. Haben wir auch unser heutiges Ziel erreicht. Für Mew wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. So, Mew, neuer Art. Das ist das Pokémon Nummer 151. Es gibt nur 150 Pokémon in dieser Edition. In Pokémon Gelb und Pokémon Blau und Rot. Und das ist halt Pokémon Nummer 151. Der Mew-Glitch. Oh, meine ganz schöne Sache. Habe ich es auch hingekriegt. Betrachtet man Mews Haut in der Vergrößerung, erkennt man ein Fell aus sehr feinen Härchen. Nein, ich möchte Mew keinen Spitznamen geben. Ich werde das auch nicht in mein Team mitnehmen. Mew wurde auf Bills PC übertragen. Ich werde das nicht trainieren. Ich lasse das jetzt so. Das ist dann einfach eine Trophäe, dass ich das geschafft habe. Suchen in einem späteren Part mal, ja, wie ist das, Missingo oder sowas, so das noch zu kriegen, das euch noch zu zeigen. Da werde ich mich auch mal informieren. Ansonsten hoffe ich, euch hat der Mew-Glitch mal gefallen, dass ich den auch mal hingekriegt habe. War nicht ganz klar, ob ich den packe, weil ja, ich manchmal zu blöd dafür bin. Das ist doch toll, dass wir das auch hingekriegt haben. So, Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und das nächste Video nicht verpassen wollt. Gehabt euch wohl, habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag und ja, man sieht sich im nächsten Video. Haut rinne.